Ich habe mal in einem Stück geschrieben, Ordnung ist das Hilfsmittel der Unintelligenten. Aber es stimmt wirklich, es ist ein Chaos hier. Was sich hier im Laufe der Zeit alles angesammelt hat, ist unbeschreiblich. Bitte sagt mir so, wenn ihr soweit seid, ja? Ich will euch nicht aufhalten, aber ich suche noch. Ich suche etwas ganz Bestimmtes. Ich suche nämlich einen Anfang. Ja, ich weiß, Begrüßung. Begrüßung ist der Anfang für euch, ja. Und zwar, meine Damen und Herren oder liebe Fernsehzuschauer, schönen guten Abend. Sie sehen selten so gelacht, aber das ist für mich kein Anfang. Ich suche einen Anfang für Rolf Herricht und für mich. Und zwar suche ich eine Szene, eine ganz bestimmte Szene. Ich weiß schon welche, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich suche den Sketch hier mit dem Schachspiel. Aber wo ist das? Sagt mir bitte, wenn es soweit ist, ja? Mit dem Schachspiel. Also, so hat es nämlich angefangen zwischen Rolf und zwischen mir. Also, ich würde sagen, das Schachspiel, sag mal, kann ich das nicht erzählen, wie das angefangen hat, wie ich darauf gekommen bin? Das war ganz einfach. Wir hatten eine Pause während einer Veranstaltung, gingen runter in den Aufenthaltsraum und da saßen zwei Musiker und die spielten Schach. Das heißt, sie wollten Schach spielen. Der eine brachte dem anderen das bei. Und der andere, der hatte keine Lust, der wollte überhaupt nicht. Der gab ihm nur dumme Antworten, vielleicht wollte er ihn ärgern. Und da sagt zum Beispiel, in der Mitte stehen ja gar keine und ich habe keine Würfel für Spielen, alles so ein Unsinn. Da habe ich gedacht, das ist doch die Idee für Rolf und für mich. Rolf spielte nur Skat, ich spielte Schach. Und da habe ich ihm das Schachspiel geschrieben und das ist der populärste Sketch geworden. Der erste und der populärste. Sag mir, wann ihr anfangt. Ja? Wir laufen schon. Wir laufen schon. Was, ihr lauft? Ich habe gesagt, ihr sollt mir rechtzeitig Bescheid sagen. Was ist denn das denn wieder jetzt? Ich muss doch die Ansage machen, die Begrüßung. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Fernsehzuschauer. Selten so gelacht. Ja, und als erstes das Schachspiel. Schön unnatürlich, was? Wie alle Ansagen. Lieber Freund, das ist ein Brettspiel und kein Bettspiel. Und das haben nicht die Alten ohne den Pfarrer, sondern die alten Pharaonen schon gespielt, ja? Ja, ja, ich weiß, ich kenne mich ja aus in der Mystologie. Bitte was? Ja, ja, das sind die immer zu Füßen einer Pyramidon saßen. Ja, einer Pyramide. Ja, 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 das war für Sie ein Mirakel. Ein Orakel. Na, wenn Sie alles wissen, was ich meine, warum verbessern Sie mich da? Na ja, schön, gut, erledigt, Schwamm drüber. Nee, sauber, ist ja ganz neu gekauft, Herr Pfarrer. Nein. Ich meine, erledigt Papierkorb, ja? Nö, warum? Geht ja nicht rein, ist ja zu groß. Wie außerdem brauche ich es noch, ich will es ja verschenken. Sagen Sie mal, lieber Freund, und Sie können also Schach spielen? Ja, aber was kann ich? Sie können Schach spielen. Wie kommen Sie denn darauf? Na ja, das ist doch ein Schachspiel. Ach, das ist ein Schachspiel? Natürlich. Ja, da kann ich Schach spielen, natürlich. Dann können Sie Schach spielen. Lieber Freund, das ist ein ernsthaftes Spiel, ja? Da muss man denken. Denken? Ja? Ja, denken. Und das können Sie. Also bitte, ja, was soll das? Ja, das ist ja. Sehen Sie mal, das ist ein Schachspiel, ja? Ja, ja, danke schön. Ein Schachspiel oder Brettspiel und damit haben schon die alten Pharaonen, Syrer und Inder vor rund 2000 Jahren gespielt. Donnerwetter. Sieht man dem Ding gar nicht an, was? Das ist ein Material. Ach, wenn so kein Unsinn. Sind Sie, ich sagte, es ist ein ernsthaftes Spiel, ja? Ah, ja. Ja, bitteschön. Sagen Sie mal, wie wär's denn? Wollen wir beide mal so eine kleine Partie wagen, ja? Warum nicht? Ich bin doch kein Schachverderber. Kein Spielverderber. Ja, so, dann gibt's mal die Figuren her, ja? Wollen wir anfangen? Ja, natürlich. Gucken wir mal. Ja, wunderbar. So, sehr schön. Ah, alles einander. So, warten Sie auf, ich nehme schwarz und Sie nehmen weiß, ja? Ja, jeder, was er wert ist. Bitte, ja? Was soll das? So, du erst mal die Figuren aufstellen, ja? Jawohl, aufstellen. So, aufstellen und dann fangen wir gleich mal an. Gleich geht's los, gleich jetzt. Gleich geht's los, jetzt fangen wir an. Sagen Sie mal, wie stellen Sie denn Ihre Figuren auf? Na, wieso denn? So muss man doch alle an den Rand hier. Alle an den Rand? Natürlich. Da bleibt ja für die Mitte gar nichts. Wieso denn für die Mitte? Ein bisschen was. Na, was machen Sie denn da? Bei Ihnen ist ja alles bunt durcheinander. Ja, sieht's nicht so eintönig aus. Also bitte, was soll das? Also können wir nur anfangen? Von mir aus? Ja, ja, das könnten wir schon. Ich habe nur was vergessen, Herr Prall. Wieso, was haben Sie dazu vergessen? Was haben Sie vergessen? Die Würfel, die wir müssen doch... Aber lieber Freund, zum Schach brauchen Sie doch keine Würfel. Nein? Nein. Aber spielen Sie es hier anders. Ach, was sind Sie, kein Unsinn. Also ich habe Ihnen schon mal gesagt, das ist ein ernsthaftes Spiel, ja? Natürlich. Also bitte, wenn wir zusammen spielen wollen, dann nehmen Sie sich jetzt zusammen, ja? Mach ich ja dauernd. Dann sagen Sie, was machen Sie denn da? Was ist denn? Na, ihr ist überhaupt noch nicht aufgestellt. Was Wieso? Soll denn das da? Ja, sag mal, wo sind die Türme? Ich sehe keine Türme. Was für Dinger? Die Türme. Türme? Ja. Ja, die habe ich gut getarnt. Was haben Sie? Ja, daraus lasse ich Sie beobachten. Also reden Sie keinen Unsinn hier. Ein Quatsch, Mann. Ja, sag, und bitte, wo ist der Läufer? Der Läufer? Ja. Brauchen Sie einen Läufer? Natürlich brauche ich einen Läufer. Wollen Sie Bier holen lassen? Ach Quatsch, Bier holen lassen. Läufer. Lieber Freund, ich meine doch die Läuferfiguren. Ja, die habe ich in der Tasche. Wieso denn in der Tasche?
Die spiele ich als letzten Stich aus. Also du sagst genug, ja? Sag mal, darf ich mir vielleicht die Frage erlauben, was mit Ihrer Dame los ist? Ach danke, sie hatte die Grippe, es geht wieder. Nein! Ach Mensch, es geht doch mal! Ich meine doch die Figur! Ausgezeichnet, Taille 56. Jetzt aber genug, ja? Setzen! Was denn? Steh mal einer auf da. Ja, nicht doch. Nicht auf den Stuhl setzen. Was denn? Sie sollen setzen, hier die Figuren jetzt. Setzen. Geht ja noch nicht. Sonst ist ja noch nicht weiter. Setzt euch. Sag mal, was ist denn mit Ihren Bauern los? Setzt euch. Was denn? Wegen der Schule. Sag mal, was ist mit Ihren Bauern los, frage ich Sie. Was soll denn mit meinen Bauern los sein? Was soll los sein? Die stehen alle auf dem Haufen. Ja, Produktionsbesprechung. Richtig, Jetzt geht's los. Fangen wir an. Fangen wir an. So, bitteschön. Schön. Sie sind am Zug. Ich bin an. Was bin ich? Sie sind am Zug. Nee, jetzt irren Sie sich. Ich bin ja hier heute. Was soll ich am Zug? Nein. Ich will ja nicht verreisen. Nein, Sie sollen einen Zug machen. Einen Zug machen. Ich soll einen Zug machen? Ja. Ach, ich soll einen Zug machen? Ja! Na gut, mach ich einen Zug. Aber auf Ihre Verantwortung. Ja, aber! Machen Sie. Bitte. Puff, 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 puff. Wissen Sie, warum ich hier sitze? Erinnerungen. Ah, die gehen weit zurück. 1963. Schauen Sie doch bitte mal über meine Schulter. Was Sie dort hinten sehen, das meine ich nicht. Das sind Häuser, gut schön, aber davor stand etwas. Davor stand damals der alte Friedrichstadtpalast. Der neue ist um die Ecke, ja. Nein, ich meine den alten. Ich habe hier ein Buch. Der alte Friedrichstadtpalast. Dufte Blüten steht auf den Plakaten oben drauf. Da haben Rolf und ich sehr oft gestanden auf dieser Bühne und haben dort viel gespielt. Viele Inszenierungen habe ich dort gemacht, viele Revuen auch geschrieben. Warenhaus der guten Laune oder Wenn es Nacht wird in Paris und so weiter und so weiter. Aber das, was eigentlich den Reiz ausmachte, warum wir so gerne im Friedrichstadtpalast auftraten, war einfach die Tatsache, dass das Varieté ein ganz besonderes Flair hatte. Das, was Film und Fernsehen und Theater nicht bieten können, aber das Varieté. Der Zirkus vielleicht noch. Der Zirkus. Ja, Rolf hatte immer den Wunsch, mal im Zirkus aufzutreten. Ich sage, na Bruder, wir nannten uns Bruder. Nicht Hansi, nicht Rolfi. Wir nannten uns Bruder, was bitte zu keinen Rückschlüssen führen möge. Wir nannten uns Bruder und er sagte, da möchte er gerne mal im Zirkus, in der Manege, im Zentralkäfig auftreten. Ich sage, und ringsum lauter Tiger. Ja, naja, du bist lebensmüde, nicht? Nein, aber das ist diese Atmosphäre des Wohnwagens, der großen, weiten Welt. Und so kam ich auf die Idee, weil er nur so einen Tigerfimmel hatte, ich schreibe mal einen Text, einen Sketch über eine Tigerjagd. Und das habe ich dann gemacht. Gehen Sie mal mit auf die Jagd. Können Sie kleinen Kindern erzählen, zur Kinderstunde oder sonst was, aber erzählen Sie mir nicht solche Märchen. Aber ja? Herr Peil, Sie können es mir glauben. Ja, schön, gut, aber wer glaubt denn so etwas, dass Sie auf einer Tigerjagd gewesen Natürlich sind? Immerzu war ich auf. Ich werde Ihnen das mal vormachen, Herr Peil. Ich auf Tigerjagd. Passen Sie mal bitte, auf. Ja. Also, ich schleiche. Ja, ja, schleichen. Ich schleiche. Ja, schleichen. Es ist eine. Oh, was denn nur schon Herr Peil, ich schleiche also durch den dichten Tann. Ja, Moment mal, durch den Tann ist schon Blödsinn, ja? Denn im Tannwald gibt es keine Tiger, ja? Wo dann? Sie schleichen also durch den Dschungel. Und ja. Ist recht, ich schleiche durch den Dschungel. Ja. Ich schleiche und schleiche und schleiche. Ja. Es ist eine Hitze. Ja. Also eine Hitze, Herr Peil. Ja, na schön, oh, gut, ja. Also,
Eine Hitze. Ja, ich glaub's ja nur. Weiter. Also ich schleiche und schleiche. Überall im Dschungel grüne Blätter. Na ja, prima. Und eine Hitze. Na ja, das weiß ich. Und man wird zerstochen von den Moskwitschs und... Ja? Von den Moskitos. Ja, ja, die auch. Ja, ja, es ist gefährlich, gefährlich. Also ich schleiche und es ist eine Hitze. Ja, das haben Sie. Du kommst jetzt immer runter von Ihrer Hitze. Bin ja noch gar nicht oben. Na ja, bitte. Also, ich schleiche, Herr Peil. Und ich schwatze so vor mich hin. Was machen Sie? Ich schwitze so vor mich hin. Also, ja. Es ist eine hitzende Drücke. Eine drückende Hitze. Drückende Hitze. Mann. Und ich schleiche. Also, was ich da so schleiche. Ja, nur Moment, aber Sie schleichen, Sie alte Blindschleiche. Wo ist denn nun bitte schön Ihr Tiger? Na, was denn? Wo ist er denn? Herr Preil. Was denn? So ein Pech. Wieso? Heute ist kein Tiger da. Also, nein. Also, so haben wir nicht gewettet, lieber Freund, ja? Jetzt machen wir ein kleines Experiment. Auch das? Ja, der Tiger ist da. Der Tiger ist da. Moment. Ja, Moment. Plötzlich knackt es im Unterholz. Wer ist denn das? Der Tiger. Der hackt Holz. Quatsch, er hackt Holz. Plötzlich sehen Sie seine Lichter funkeln. Ah, der kommt mit dem Auto. Das ist ein Glück jetzt. Auto. Die Augen sind die Lichter. Ach, also ein Unsinn. So. Herr Preil, sagen Sie, mir tränen die Augen oder mir tropfen die Lichter? Also ist genug, ja? Weiter. Weiter. Plötzlich spüren Sie den heißen Brodem des Tigers im Genick. Ach ja. Was spüre ich? Den heißen Brodem. Ah ja, ja, ich spüre den heißen Bruder im Genick. Heißen Brodem! Was ist denn das? Na, die Puste, der Atem von dem Tiger. Vom Tiger? Ja, die spüren Sie im Genick. Das ist gefährlich. Bitte, was machen Sie? Oh. Na? No. Ich mache erst mal einen Kragen hoch. Ja, nochmal. Bitte, ja? Nehmen Sie sich doch zusammen. Ein bisschen vernünftig unterhalten darüber. Mach ich ja. Also nehmen wir an, da drüben steht der Tiger. Wo? Da. Da? Ja. Vielleicht ein bisschen weiter weg, ja? Da. Also bitte, wie Sie wollen. Also der Tiger steht da. Ja, ist recht. Sie stehen hier. Ja? Ja? Wo stehen Sie? Ja, ich bin ja gar nicht dabei. Das ist typisch. Wenn es gefährlich wird, sind Sie weg. Also Moment mal, ja? Nur mal los jetzt. Jetzt müssen Sie doch handeln. Ja, ich verhandle jetzt mit dem Tiger. Nein! Sie sollen schießen. Ja, richtig. Na los, also jetzt. Ich schieße. Ich reiße das Gewehr an die Backe. An die Wange. Back ist woanders. Ja, ich schieße aus der Hüfte. Hier. Bum, 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 bum. Schieß aus der Hüfte. Bumm. Der Tiger liegt. Ja, der liegt. Der ist vor Lachen umgefallen, als er Sie gesehen hat. Herr Preil. Also noch mal jetzt in aller Ruhe. Ein kleines Experiment, habe ich gesagt. Bitte. Da drüben steht der Tiger. Hier stehen Sie. Ja, Sie reißen das Gewehr an die Wange, wollen schießen. Jawohl. Und das Gewehr geht nicht los. Haha. Was machen Sie jetzt? Ach, Herr ja, ja. Ach, nee, Herr Preil. Das Gewehr geht los. Es geht los. Sie sollen doch nur annehmen. Ja, sowas nehme ich nicht mal an. Na, also, Sie sollen sich vorstellen, ja, da drüben stünde der Tiger, hier stünden Sie, ja, und das Gewehr geht nicht los. Bitte, was machen Sie? Es geht um Ihr Leben. Na, los. Ja, der Mensch muss sich zu helfen wissen. Ja, bitte sehr, tun Sie es. Na? Also. Los, es ist ein Tiger, es ist ein Raubtier, Mensch, los. Ja, ja. Na, mal los jetzt. Also, ich nehme das Gewehr. Ja. Und stell's weg. Was? Und wieso, was wollen Sie nun machen? Ich greife in den Busch. Wohin? Eben, Quatsch, ins Hemd. Eben. Was? Ins Buschhemd. Greife ich hinein. Ja. Hole das Messer heraus. Aha, gut. Das Buschmesser. Das Buschmesser. Ich zeige es dem Tiger. Sie zeigen es ihm, ja. Er sieht es. Ja. Und er macht sofort die Beleuchtung aus. Nein, Moment. So ganz klar, wenn Sie jetzt mit dem Messer dastehen, ja, da setzt der Tiger zum Sprung an. Oh. Das ist ein gemeiner Tiger. Ach, was ein ganz gewöhnlicher Tiger. Also jetzt ist das. Geht's los. Na los jetzt. Ja, setzt zum Sprung an. Er kommt immer näher. Ja. Ich hab das Messer. Sie haben das Messer? Ich habe es in der Hand. Jawohl. Ich drohe ihm. Also Herr Preil. Was denn? Das Gewehr geht los. Also da ist sowas möglich. Brauchen wir gar nicht zu machen. Das Gewehr geht nicht los. Der kommt doch schon. Der kommt.
ich ha, er kommt. Ja, natürlich. Er nähert sich. Ja, ja. Er kommt Schritt für Schritt. Schritt für Schritt kommt er heran. Ja? Auf seinen Sammetpfötchen. Auf was Sammetpfötchen? Auf seinen Tatzen. Er kommt auf die Matratzen. Er kommt an. Ich drohe ihm noch mal. Ja, los jetzt. Und jetzt hau ich ihm das Ding zwischen die... Oh, das Gewehr geht los. Das Gewehr geht los. Also Moment mal, das kann doch gar nicht losgehen, ja? Warum denn nicht? Nein, weil es kaputt ist. Ja, dann drehe ich das Gewehr um. Ja, schön, bitte. Mit dem Kloben nach oben. Mit dem Kolben. Mit dem Kolben auf den Kloben. Und dann hau ich, dann werde ich... Und der wird sich wundern. Wieso denn? Also, jetzt passiert ja was. Was passiert nun schon wieder? Jetzt kommt er, ich komme und wir schleichen, wir gucken uns an. Ja, na bitte. Und es ist eine Hitze. Ja, das wissen wir ja. Also, jedenfalls, jetzt geht's los, Herr Breyer. Jetzt geht's los. Ich nehme also das Gewehr. Ja? Und jetzt ist hier die Frage... Ja. Sein oder nicht sein? Also bitte, nun spielen Sie hier nicht Hamlet. Nein, es ist kein Hamlet, es ist ein Tiger. Jetzt also bitte! Er kommt immer näher. Ja, also bitte. Ich nehme das Gewehr. Ja, nehmen Sie. Ich drehe es noch mal um. Ja, noch mal um, wie wollen Sie es noch umdrehen? Das Gewehr geht los. Nein! Lieber Freund, es kann nicht losgehen, ja? Ich habe gesagt, es ist kaputt, aber nein, es ist eine einzige Patrone im Lauf und diese eine Patrone ist feucht geworden. Wer war das? Quatsch, wer war das? Ist doch vollkommen egal, wer das Moment. War. Hat der Tiger einen Augenblick Zeit? Wieso? Dann könnten wir inzwischen die Patrone trocknen. So bringen Sie mich bitte nicht zur Verzweiflung. Sie sollen sich wehren. Das ist ein Raubtier. Jawohl. Kommt auf Sie zu. Es bitte. Kommt so. Jetzt, ich nehme wieder das Gewehr. Ja? Ich setze an. Ich hau. 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 Was hauen Sie denn nun schon wieder? Ich hau ab. Ich hau ab. Gut, akzeptiert. Halt, was jetzt nun? Kommt er wieder. Ich stehe noch mal, komm. Ja. Ich drehe mich um. Ja? Er reißt das Maul auf. Na dann los und, jetzt. Oh. Ja, was ist denn? Oh. Jetzt dachte ich, es kam noch ein Tiger. Ach, Quatsch, Mensch. Das war ich doch. Ach so. Na ja, also. Na also los ein jetzt. Glück. Der Tiger kommt langsam jetzt Schritt für Schritt auf Sie zu. Und ich haue ab. Nein, Sie... Gut. Akzeptiert. Bitte. Sie hauen ab. Sie ergreifen die Flucht. Aber ja? Wie? Und der Tiger hinterher. Der kriegt mich nicht. Was, der kriegt Sie nicht? Ich laufe ja schnell. Ja, Sie laufen schnell. Sie sind ein Raubtier, nicht? Kriegt mich trotzdem nicht. Wieso denn nicht? Ich habe Angst. Ich laufe. Und außerdem laufe ich im Zickzack. Ja, ja, ja. Der Tiger im Zickzack hinterher. Ja, aber wenn der auf Zick ist, dann bin ich auf Zack. Hilf mir, du musst Zeug mit gehen. Ja. Du musst vernünftiges Unternehmen hier. Ja. Wissen Sie nichts anderes? Naja, vielleicht was an. Ja, da wird doch irgendwo, wird doch ein Baum im Urwald rumstehen. Das dürfte anzunehmen sein. Also bitte, es ist ein Baum da. Na, da gehe ich auf den Baum. Schön, geht's auf den Baum, der Tiger hinterher. Ich denke, es ist ein Raubtier. Naja, es ist ein kletterndes Raubtier. Ein kletterndes Raubtier. Ein kletterndes! Ein kletterndes, jawohl, ist in Ordnung. Ich klettere auf den Ast. Jawohl, der Tiger klettert hinterher. Da springe ich runter. Der Tiger springt hinterher, Ihnen ins Genick und hat Sie. Mahlzeit, na. Also Herr Preil, was ist nun? Sind Sie mein Freund oder der Freund vom Tiger? Ich wollte ja nur wissen, was Sie machen, wenn das Gewehr nicht losgeht. Ja, dann hat der Verkäufer gesagt, dann tauscht das um. Ach, was das für ein... Sein Vertikutierer. Und ein Vertikutierer, das ist... Ich müsste da nochmal in der Gebrauchsanweisung nachgucken. Genau weiß ich das auch nicht. Aber es geht prima. Gartenarbeit ist was Schönes. Das ist mein Refugium. Gartenarbeit ist... Na, gesund. Man muss sich betätigen. Ich habe vorgestern Erdbeeren gepflückt. Nie wieder. Konnte anschließend meine Knie wegschmeißen. An Erdbeeren sieht man, dass man älter geworden ist. Mein Freund Rolf, der hatte auch nicht so viel mit Gartenarbeit im Sinn. Aber er sagte immer, Bruder, du glaubst doch nicht, dass ich auf allen Vieren durch die Gegend krauche und Mutter Erde mit dem Finger an der Nase rumbohre. Das habe ich gehört und habe gedacht, halt, stopp. Das wäre eine Möglichkeit. Und so war die Idee geboren, für uns beide einen Gartensketch zu schreiben. Möglichkeit. Mensch, es gibt was für Sie bloß für einen Gärtner? Ein guter. Ja, ein guter, das werden wir gleich feststellen. Meine fachliche Frage. Na mal los. Passen Sie auf, Kompost. Post kommt, zweimal in der Woche, ja. Ich rede von einem Haufen. Manchmal kommt ein Haufen, das ist verschieden. Mal weniger, mal mehr. Das ist... Jeder hat in seinem Garten doch einen Haufen, ne? Ja, ich nicht. Jeder gute Gärtner macht irgendwo in die Ecke seines Gartens einen Haufen. Ich weiß nicht, was Sie da für Leute kennen. Tut mir auch leid für die anderen Gärtner. Mein Garten bleibt sauber.
Apropos sauber. Ja. Müssen Sie Ihr Wasser auch pumpen? Nein, ich brauche mir kein Wasser zu borgen. Ich habe ja hinterm Haus gleich einen kleinen Bach, nicht der Fluss. Ach, Sie haben ein Wassergrundstück? Ja, kann man. Ist ja wunderbar, ist ja richtig bequem. Ist bequem, was könnten Sie da zum Beispiel machen? Ich könnte es mir bequem machen. Nein, nein, ich meine, da können Sie doch jederzeit Ihren Garten sprengen. Können wir einen Garten? Sprengen? Ja, sprengen, das Obst. Ich soll mein Obst sprengen? Zum Beispiel die Äpfel. Die Äpfel? Ach, drum sagt man Granatäpfel. Ja. Sag mal, kennen Sie überhaupt Apfelsorten? Ja, ich kenne Apfelsorten. So, kennen Sie einen Klarapfel? Na klar, kenne ich einen Apfel. So, was kennen Sie noch? Dann kenne ich noch den Gallensteiner. Den Grafensteiner. Und dann diesen, die alten Holzkopf. Bitte? Boskopf. Moment mal. Wo spielt der Apfel eine ganz bedeutende Rolle? Beim Apfelmus. Am Theater. Ach, da meinen Sie Schneewittchen. Nein. Wo steht geschrieben, durch diese hohle Gasse muss er kommen? In der Straßenverkehrsordnung. Nein! Alles Gute, tschüss. Jedenfalls. Schönen Tag noch, ja? Jedenfalls. Wiederschauen. Ich habe nichts gegen Hunde, wirklich nicht. Liebe Hunde. Am meisten, wenn so ein bisschen Gartenzaun dazwischen ist. Nicht? Ist ganz das Gegenteil von dem Prall, den ich eigentlich mal dargestellt habe in einem Tierarzt-Sketch. Da wusste ich alles, da konnte ich alles, hatte keine Angst vor Hunden, nicht? War ich wieder der Besserwisser. Apropos Besserwisser, da gab es mal einen Brief, den eine ältere Dame aus Schwerin geschrieben hatte, an den Sender, sich beschwert hatte über mich. Es sei nun langsam unerträglich, die arrogante Überheblichkeit von Hans-Joachim Preil dem armen Rolf Herrich gegenüber. Man kann ja schließlich nicht alles wissen. Zauberhaft. Schöneren Blumenstrauß habe ich nie bekommen. So, nun kommen wir mal auf den Hund. Früher schlief ich immer gern und lange und ich lag im Bette noch um 10. Heute knutscht schon einer meine Wange, wenn die Zeiger früh auf 6 Uhr stehen. Ich aß gern Koteletts mit grünen Bohnen, über die mein Schweizer Käse reibt. Doch das würde sich nun nicht mehr lohnen, weil mir heut kaum noch der Knochen bleibt. Ich bin auf den Hund gekommen und das hat mich mitgenommen. Vorher war ich wie ein Vogel frei, doch das ist für immer jetzt vorbei. Ich den Hund gekommen und das hat mich mitgenommen. Mein Hund hält uns in Trab, uns alle beide. Doch ein Hundefreund zu sein, das macht auch Freude. Bei Gericht bin ich jetzt alle Wochen, weil die Nachbarschaft so sehr drauf drückt. Ich persönlich habe nichts verbrochen, nur mein Hund spielt ab und zu verrückt. Auch die Post hat amtlich mir empfohlen, mir vom Sonderschalter in der Stadt meine Post und Zeitung selbst zu holen, weil sie keinen Hundebändiger hat. Ich bin auf den Hund gekommen und das hat mich mitgenommen. Vorher war ich wie ein Vogel frei. Doch das ist für immer jetzt vorbei. Ich bin auf den Hund gekommen. Und das hat mich mitgenommen. Mein Hund hält uns im Trab, uns alle beide. Doch ein Hundefreund zu sein, das macht auch Freude. Ach du liebes bisschen. Jeden Tag schlimmer. Und ich sehe schon wieder. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. 100.000 Mark. Entweder ein Auto oder eine Reise in die Karibik oder 100.000 Mark. Unter dem machen wir es gar nicht mehr. Ich meine, ich habe hier nichts gegen viele Post. Es ist immer so ein bisschen Fernweh dabei. Aber Briefmarken. Manche sammeln ja Briefmarken. Für die ist das natürlich ganz wichtig. Sie wissen, worauf ich anspielen will. Auf dem Briefmarkensketch. Und da fällt mir etwas ein.
Wir haben einmal ein furchtbares Malheur gehabt bei diesem Briefmarkensketch und waren in der Nähe von Chemnitz in Borstendorf in einem Kulturhaus und haben dort en suite gespielt eine ganze Woche. Und Rolf hat die ganze Woche gestempelt, Briefe gestempelt. Und da passierte etwas. Darf gar nicht dran denken. Rolf sagte immer zu mir: Bruder, du kannst anziehen, was du willst. Du siehst immer aus wie ein Bon Vivant. Und ich ziehe an, was ich will, und ich sehe immer aus wie dein Fahrer. Wie ich ihm das so wieder ausreden sollte. Und da habe ich gesagt: Du kommst jede Vorstellung oder vor jeder Vorstellung kommst du zu mir und dann kontrolliere ich, wie du aussiehst. Habe ich auch getan, er war zufrieden. Und wenn ich dann noch sagte: Bruder, du siehst aus, Zucker. Dann sagt er: Ja, wirst du schwer haben neben mir heute. Und dann passierte es. Wir spielten, Rolf stempelte wie ein Berserker und beugte sich plötzlich unter den Tisch. Das hat er noch nie gemacht. Wollte imaginäre Briefe dann noch raufholen. Sagte hinterher dann, er wollte mich ärgern. Und tauchte also unter und kam nicht wieder hoch. Ich wurde unruhig, plötzlich war er da. Starrte mich an und sagte völlig giftig zu mir: Bruder, ich habe zwei verschiedene Socken an. Da war es natürlich aus. Ende der Show, Ende der Durchsage. Wir haben so gelacht, dass wir nicht weiter konnten, ja. Ich komme jetzt. Wird auch Zeit, wir schließen gleich. Sagen Sie mal, vielleicht kommen Sie mir etwas höflicher entgegen. Gut, ich komme Ihnen auch entgegen. Sie doch nicht. Ach. Sie bleiben hinter Ihrer Scheibe. Das. Bitte, wo bleibe ich? Hinter Ihrer Scheibe. Ich habe eine Scheibe. Ach, was? Der Schalter hat eine Scheibe und das ist das Schalterfenster. Ach, hier ist ein Fenster. Jawohl. Herr Ball, das werde ich am besten erst mal öffnen. Ich fürchte, es gibt bald dicke Luft. Brauchen Sie nicht zu öffnen, es hat noch ein Loch. Ach, schon kaputt. Ja. Das ist ein Sprechloch. Ja, ja. Bitte? Ein Sprechloch. Hier ist das Schalterfenster, hier ist das Loch und dadurch wird gesprochen. Ach, dadurch wird gesprochen. Alles klar. Dann komme ich jetzt rein? Ja. In Ruhe und ohne Aufregung? Ist ja völlig klar. Gut, in Ordnung. Ich komme jetzt. Wir spielen Boss. Na, warte. Entschuldigen Sie, mein Loch war noch geschlossen. Kann ich denn endlich meine Marken bekommen? Also nun mal bitte nicht in diesem Ton und stellen Sie sich erst mal hinten an. Bitte, was ist los? Haben Sie noch nie eine Post gesehen mit einer Schlange? Ist doch keine richtige Post. Nee, ist ja auch keine richtige Schlange. Ach, bitte! Ich habe gesagt, in Ruhe und ohne Aufregung. Das Ganze nochmal. Nochmal. Jawohl, nochmal. In Ruhe jetzt. Ja. Guten Tag. Ja, das hatten wir schon. Das ist... Sie werden verzeihen. Ich verzeihe alles, was Sie wollen. Ich habe festgestellt, ja? Mir fehlt etwas. Also, Herr Peil, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe schon lange festgestellt, dass Ihnen was fehlt. Bitte! Nee, bitte! Kann man hier. Bitte! Oh. Hier. Bitte, ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Ja, bisschen spät, nicht? Sag mal, verstehen Sie mich denn nicht? Ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Also Herr Peil, bis hierhin ist alles klar. Ich muss Sie nur darauf aufmerksam machen, hier ist die Post und nicht der Klapperstorch. Das ist doch ein Märchen. Ja, warum erzählen Sie es mir dann? Hat Ihre Großmutter denn früher nie Märchen erzählt? Nein, hat nie Märchen erzählt. Hat nie Märchen, nie erzählt. Märchen erzählt? Nie, nie. Ja, warum denn nicht? Hat die Märchen immer vorgelesen. Na gut, schön, hat sie da nicht Brüderchen und Schwesterchen vorgelesen? Nein, immer nur mir, ich war ja ein Einzelkind. Ach, dann nehmen Sie doch das Büchlein, schauen Sie rein, hier ist doch alles drin. Bitte, was ist das? Oh, Briefmarken. Ja, das ist Brüderchen und Schwesterchen und das ist ein Märchen von Grimm. So, und wer ist das da hinten? Das ist Frau Grimm. Wie kommen Sie denn darauf? Guckt so grimmig. Das ist Ihre Mutter. Das ist doch nicht meine Mutter. Ach was, nehmen Sie das Vergrößerungsglas und vergrößern Sie. Die Mutter, jetzt wird sie groß, das ist ja eine Großmutter. Na, Vorsicht! Was denn, nur wieder? Nehmen Sie doch den Daumen da weg. Warum denn? Sie verletzen sonst die Zähne. Wen bitte? Die Zähne. Ach, von der Großmutter. Nein, die Zähne außen herum. Die Großmutter hat die Zähne außen herum. Falsch! Hat falsche Zähne, ist ja klar, ja. Ich meine doch die Zacken. Die Großmutter hat Zacken.
Die Briefmarke hat Zacken und diese Zacken nennt man Zähne. Die Zähne nennt man Zacken, so ein Blödsinn. Kommen Sie mal zum Zahnarzt und sagen, ich habe Zackenschmerzen. Bärbel, hier ist noch ein Brief gekommen vom Verlag. Noch einige Fragen zum Herrich Preil Buch. Ich guck mal schnell rein, ja? Na, mach nur. Prima. Nein. Frage. Was haben Preil und Herrich getan, um sich gelegentlich vom anderen zu erholen? Na, auf solche Fragen muss man kommen. Also, was haben sie getan? Sind zum nächsten Telefon gegangen, haben sich angerufen, haben gesagt, na, Brüderchen, wie geht's denn? So einfach. Frage. Improvisation oder Perfektion? Na, also Improvisation war undenkbar. Das ging gar nicht. Bei der Zirka-Länge von 12 bis 15 Minuten bei einem Sketch oder der Seitenzahl von 20 bis 25 Schreibmaschinenseiten, das war undenkbar. Bei der Vielzahl von Pointen und von Wortverdrehungen, von Missverständlichkeiten, ja, gar nicht denkbar. Improvisieren. Es gab bei uns ein ungeschriebenes Gesetz. Es ging weder um Herrich, noch ging es um Preil. Es ging immer um die Szene. Ja, nächste Frage. Ist ja ungeheuer, was hier für Fragen kommen. Wo sind Sie am liebsten aufgetreten? Na, ganz einfach beantwortet, überall. Überall, wo wir glaubten, den Menschen mit unserem Humor ein Stückchen echter Lebensfreude zu bringen. Und es verlangt natürlich Opfer an Zeit, an Kraft. Herumfahren, herumreisen, nicht? Und aber wenn Sie dann auf der Bühne stehen und das Publikum applaudiert frenetisch oder krümelt sich vor Vergnügen, ich sage Ihnen, dann werden Sie sowas von dankbar, dass es Ihnen vergönnt ist, dieses Vermögen zu besitzen, Freude zu bereiten. Andere wieder bereiten Freude mit Gesang, sie singen. Rolf hat auch gesungen. Rolf hat verschiedene Titel gesungen, sehr hübsch sogar. Ich singe dann schon eher in der Badewanne. Das ist Quatsch, das wollte ich gar nicht sagen, das ist albern. Ich singe auch, ja, aber nur, wenn ich einen kleinen Muntermacher oder ein Mixgetränk, das schied noch mehr, ein Mixgetränk getrunken habe. Das ist mach mal schön Versehnungsdunk. Aber ich mache auch Versehnungsdunk. Mama, Mama, mach nicht so stark, du weißt, du bist ein kranker Mann. Ich mache ihn gar nicht stark, überhaupt nicht. Aber es wird ein Versöhnungstrunk jetzt für uns beide. Dann hat die liebe Seele Ruhe. Ja. Und wir sind versöhnt für alle Zeiten. Ja. Ja. So. Ja. Alles schön. So, mixen. Mixen. Jetzt der Mixenbotan, aber da hat er nur die Mütze drauf. Gut. So. So. Schön, also schön durchschütteln. Schön durchschütteln. Also, ja. Genügt. 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 So. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt kommt der. Jetzt tauschen Clou, wir die Moment. Gläser. Wir tauschen die Gläser. Erst einmal gießen wir aus. Ja. Oh, warte. So. Sieht lecker aus. Jetzt tauschen. Ja, natürlich tauschen. Bitte schön. Dankeschön. Und jetzt? Na, jetzt. Na, jetzt sagen wir, jetzt trinken wir Blutsbrüderschaft. Das mach ich, du Blutwurstbruder. Also. Stieglitz! Ja! Auf ewige Freundschaft! Auf ewige Freundschaft! Leb wohl! Was? Zum Wohl! Zum Wohl! Wohl bekommst! Wohl bekommst! Ex! Jawohl! So, mein Gott! Jetzt hab. Hallo! Ja, was ist denn? Gucke mich an, ich hab's überstanden! Es gab mal früher Sommer, die waren warm und schön. Man konnte oben ohne Jackett spazieren gehen. Das hat sich längst gegeben, die Wärme ist erschöpft. Man trägt im Juli eben den Schafspelz zugeknüpft. Die Eiszeit, sie kommt wieder, wie es schon einmal war. Doch weiß zum Glück noch kein genau in welchem Jahr. Doch weiß zum Glück noch keiner genau in welchem Jahr. Es gab mal Zeitgenossen, die waren braun gebrannt.
Sie lagen einen Urlaub lang FKK am Strand. Um sich heute zu erinnern, schauen Sie sich dann und wann bei Kurbad-Fotografen mal Aktmodelle an. Die Eiszeit, sie kommt wieder, wie es schon einmal war. Doch weiß zum Glück noch keiner, genau in welchem Jahr. Doch weiß zum Glück noch keiner, genau in welchem Jahr. Ne, finde ich es nicht drin. Verflechtung. So, gut, brauchen wir nicht mehr. So. Aber das brauchen wir. Rein zufällig liegt da ein Kursbuch. Rein zufällig. Das sind Überleitungen, nicht? Das sind richtige fachgerechte Überleitungen. Der Autor der Spitze, einsame Spitze, dass er solche Überleitungen geschrieben hat. Ich sprach vorhin mal vom Reisen. Ne? Und mit Rolf war es wirklich kompliziert zu verreisen. Er hatte immer etwas auszusetzen am Verreisen, aber und weil es so kompliziert war, habe ich dann geschrieben den Sketch Reisebekanntschaften, ohne zu ahnen, dass es der letzte sein würde für Rolf und für mich. Gut, sozusagen ein Abschied für immer. Naja, tschüss dann, alles Gute, alles Liebe und vielen Dank für Ihre Treue. Der Zug fährt schon. Na, warum sitzen Sie denn nicht still? Geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich sitze auf einer Achse hier. Ach, Quatsch, Mensch! Also passen Sie auf, ich komme jetzt rein. Es geht los. Ja. Achtung. Guten Tag. Tür zu, es zieht. Was ist los? Bitte, was ist los? Das Fenster ist immer noch offen. Es gibt ja Durchzug hier nicht. Sie lassen mal das alberne Fenster in Ruhe. Kann ich dann endlich anfangen? Sie könnten schon wieder weg sein. Na? Ja, Herr Pein. Sie sind ein Reisender. Ich bin ein Reisender. Ich bin auch ein Reisender, auch ein aber wir kennen uns nicht. Nein. Fremd? Fremd. Völlig fremd. Völlig fremd. Guten Tag, mein Herr, Sie werden verzeihen. Ist dieser Platz noch frei? Keine Ahnung, bin hier völlig fremd. Ich wollte ja nur fragen, kann ich diesen Platz belegen? Ja, wollen Sie nicht erst mal sitzen? Vielleicht, freundlicherweise. Kann ich dann zumindest meinen Koffer da hinauflegen? Ja, ja. Ach, Sie haben einen Koffer? Natürlich, jeder Reisende hat einen Koffer. Ja, wo denn? Ach, wo denn? Wo denn? Wir spielen das doch nur. Hatte ich ja vergessen. Wir spielen ja nur. Na, also kann ich jetzt meinen Koffer da hinauflegen? Ja, ja. Nein, es geht leider nicht. Wieso geht das nicht? Da liegt schon mein Koffer. Entschuldigen Sie bitte, den habe ich nicht gesehen. Nein, den konnten Sie auch nicht sehen. Wieso konnte ich den nicht sehen? Das ist ein Luftkoffer. So, jetzt geht's richtig los. Ah, jetzt geht's richtig. Jetzt geht's los. Ja. Pass auf. Guten Tag. Guten Tag. Sie werden verzeihen, mein Herr. Ja. Fahren Sie auch nach Ungarn? Nein, nein, Sie werden staunen. Wissen Sie, wo ich hinfahre? Ich fahre nach Hohenwulsch. Und, Nicht Hohenwulsch! Wir fahren jetzt nach Ungarn. Ja, da bin ich am falschen Zug. Wiedersehen. Ganz hier. Wo wollen Sie denn hin? Habe ich aber einen Schreck bekommen, Sie. Au, au, au. Also nochmal jetzt in aller Ruhe, ja? Ja? Guten Tag, mein Herr, Sie werden verzeihen, fahren Sie auch nach Budapest? Nein, wie ich eben höre, fahre ich ja nach Ungarn, nicht? Das ist ja schade. Budapest liegt doch in Ungarn! So ein Zufall! Sagen Sie mal, was zieht Sie eigentlich nach Ungarn? Ich nehme an, die Lokomotive, ne? Die bitte. Haben Sie vielleicht zufällig ein Kursbuch? Kursbuch habe ich gar keins. Natürlich ich habe Sie nie eins gehabt. Sie haben ein Kursbuch. Herr Reins, hat geklopft. Achso. Ja, eben eins bekommen. Das würden Sie bitte mal so freundlich sein und nachsehen. Ich möchte gerne nach Budapest. Nachsehen? Ja, nachsehen nach Budapest dürfte so schwer nicht sein. Sie fahren zunächst nach Hohenwulsch. Nicht Hohenwulsch, Budapest! Ja, warum nicht über Hohenwulsch? Wo liegt denn Budapest? Müssen Sie doch wissen. Sie wollen doch hin, oder? Sagen Sie mal, sehen Sie jetzt nach oder nicht? Das ist ja gut. Also Hohenwulsch, Berkau, Neuendorf, Kalbe, Ende der Reise von Budapest steht hier kein Wort drin. Was los? Steht kein Wort drin? Kommen Sie her, bitte sehr. Kommen Sie her. Ja. Was steht hier? Hunger. Quatsch, Hunger. Hungaria. Oder so. Hungaria, das ist der Ungarn-Express. Ah. Das ist der D75. Ein Donnerwetter hat der Verspätung, ne? Das ist ein... Wieso hat der Verspätung? Haben wir nicht schon 77? Ja, wir haben doch 7. Das ist doch die Zugnummer. Das sind doch alles Hinweise für Reisende. Zum Beispiel dieses Zeichen hier vorne. Sehen Sie mal da. Was bedeutet das? Wo? Na, hier vorne das gekreuzte Besteck. Gekreuztes Besteck? Messer und Gabel mitbringen, oder?
Speisewagen. Speisewagen? Also was hier. Sie alles wissen, es ist toll. Hier, sehen Sie mal, wofür ist das Bett? Ein Bett für die Reisebekanntschaft. Oh. Jetzt aber Schluss. Ja. So, jetzt kommen Sie mal rein. Ja. Und jetzt werden Sie mit mir eine Bekanntschaft anfangen. Jetzt komme ich ins Abteil. Ja, Sie werden es wohl zwischen begriffen haben, und nicht? Dann schließen wir beide eine Bekanntschaft. Beide. Alles klar, Herr, ich muss nur noch mal schnell hier rauf. Was wollen Sie denn da ganz oben? Schnell. Ich muss nur meinen Koffer mitnehmen. Ich lasse dich ins Koffer liegen, ja? Gut, bleib liegen. Albert, ich komme. Koffer dauern. So, kommen Sie rein. Guten Tag. Na, Kumpel, auch verreisen. Ja. Oh. Ah. Donnerwetter, ja. Moment. Was denn nun noch? Moment. Wollen Sie sich erst mal höflich fragen, ob dieser Platz noch frei ist? Nee, das brauche ich ja nicht. Wieso brauchen Sie das nicht? Ist ja mein Platz. Wieso ist das Ihr Platz? Ja, mein Koffer liegt ja noch da oben. Mensch, das Kind, warum können Sie es nur nicht so machen, wie ich es Ihnen vorgemacht habe? Ich komme doch auch mit jedem ins Gespräch. Mit jedem? Mit jedem. Da kann hier sitzen, wer will. Ich bekomme immer Kontakt. Immer? Immer. Immer? Immer! Und da kann hier sitzen, wer will. Ja, da kann hier sitzen, wer will. Das ist ja unglaublich. Das heißt unglaublich. Tausendmal habe ich es vorgemacht. Jetzt mache ich das letzte Mal vor. Hier, bitte, ist das Kursbuch. Hm? Jetzt komme ich nur noch mal rein. Passen Sie doch endlich mal auf. So schwer ist das noch nicht. Geht los jetzt. Pass auf. Mache die Tür auf. Schon bin ich drin. Guten Tag, mein Herr. Sie werden verzeihen. Ist dieser Platz noch frei? Was ist jetzt los? So, was machen Sie denn? Sie müssen doch reagieren. Hallo, mein Herr. Schönes Wetter heute, nicht? Richtiges Reisewetter. Ja, da lernt man Menschen kennen in der Eisenbahn, im Abteil, im Speisewagen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Herrgott, wollen Sie nicht auch mal was sagen? Ich, Ausländer, nichts verstehen. Ihr Station auf Wiedersehen. Das ist ja.